Jetzt machen wir kleine Seegeister. Dafür brauchen wir Eiweiß, Zucker und Zitronensaft. Und dann legen wir direkt mal los. Als erstes geben wir das Eiweiß in die Küchenmaschine und lassen also das steif schlagen. Und wenn es steif geschlagen ist, lassen wir langsam den Zucker einrieseln. Das Eiweiß ist steif geschlagen und jetzt lasse ich den Zucker langsam einrieseln. Wenn der Zucker sich jetzt komplett aufgelöst hat, geben wir gerade den Zitronensaft dazu, verrühre das Ganze kurz und fülle es in den Spritzbeutel um. So, dann füllen wir die bisschen Wasser um. Ja, und dann spritzen wir gerade die Geister hier. Und die kommen jetzt bei 100 Grad in den vorgeheizten Backofen für 1,5 bis 2 Stunden. Nach der Zeit wird der Herd abgeschaltet und sie werden nochmal und bleiben für ca. 1 Stunde zum Abkühlen im Backofen. Eventuell den Backofen leicht öffnen und einen Holzkochlöffel dazwischen stecken, sodass etwas Luft abweichen kann, dass sie nicht feucht werden. So, meine Baiser sind jetzt fertig. Die waren 1,75 Stunden im Backofen. Ich habe sie dann 1 Stunde im geschlossenen Backofen auskühlen lassen. So sehen die jetzt aus. Und jetzt zeichne ich mit einem Lebensmittelstift Gesichter noch drauf. Und das mache ich jetzt mit allen. Die kleinen Geister kommen bei mir auf eine Torte. Auf jeden Fall habe ich die alle im Gesicht jetzt. So sehen die jetzt aus. Alle etwas verschieden. Die genaue Mengeangabe schreibe ich natürlich wie immer in die Infobox unten rein. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder bei mir ein. Also bis dann. Tschüss.